Ich sag mal so, das ist letztes Mal nicht ganz so optimal gelaufen in der Höhle. Ich bin vielleicht das ein oder andere Mal gestorben, vielleicht auch fünfmal, ich weiß es nicht genau, es waren auf jeden Fall eine Menge. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Das wird uns heute nicht passieren, wir werden heute nochmal reingehen in die Höhle. Definitiv, ich habe da noch einiges zu klären und ich würde die Höhle gerne sicher machen. Da sind ja einige Spinnspawner, aber erstmal zeige ich euch jetzt, was hier drin in der Hütte abgeht. Und zwar seht ihr schon, wir haben einen Enchantment Table. Was kann man da Tolles mitmachen? Da kann man hier Sachen reinlegen und so. Und dann kann man die Sachen verzaubern. Das heißt, die ganzen Gegenstände, die man so hat, werden dann besser. Ich habe auch schon was verzaubert. Wir haben hier unser schönes Schwert. Das hat hier Nemesis der Gliederfüßler, heißt es auf Deutsch, glaube ich, ne? Genau, hat das drauf. Das heißt, wir haben gegen Spinnen einen Buff. Wir können sie besser besiegen und wir haben auch einen Rückstoß drauf, was sehr, sehr schön ist. Und wir brauchen noch ein paar Bücher, weil wir brauchen Bücherregale, damit der Tisch besser ist. Damit wir besser enchanten können. Na gut, das kann ich jetzt nicht enchanten, weil ich da schon was drauf habe. Aber wir kriegen einfach viel bessere Sachen. Hier, Fortune 1 ist Glück 1. So, das heißt, man kann mehr Sachen rausfarmen bei Diamanten oder bei Kohle zum Beispiel. Also alle Sachen, wo Sachen rausdroppen, ist dann die Drop-Chance erhöht, dass mehr rauskommt. So, wir haben Skipper. Und mir fällt gerade ein, dass wir noch ganz viele Nametags haben. Das heißt, wir können den benennen, aber muss ich erst. Oh, ich muss es erst im Amboss anfertigen, Mensch. So, Günther. Wir nennen den jetzt einfach Günther. So, das ist doch schon mal schön, dass jetzt der Günther ist jetzt auch wieder mit hier am Start in Minecraft. Sehr, sehr schön. Beides diesmal Hunde ist egal. Ist völlig egal. Ich krieg den Namen da jetzt nicht mehr runter, ne? Ach, verdammt. Wollte man eigentlich ein Pferd ziehen und das Günther nennen. Egal. So, wie ihr seht, wir haben hier ein bisschen was gebaut. Also ich war, offline zugange, weil ich Minecraft momentan sehr, sehr gerne spiele. Wir haben hier die Bücherregale. Das wird irgendwann noch zu sein. Da soll es nämlich eine schöne Pistentür geben. Das heißt, dass das so ein Geheimgang quasi ist und wir dann hier reinkommen. Hier haben wir schon mal den Moosstein, den ich mitgenommen habe aus der ersten Folge, was sehr, sehr nice ist, weil der hat genau auf den Stein gereicht, um das hier so zu bauen, wie ich es bauen wollte. Kommen wir in Raum Nummer 1. Hier wird ein Netherportal stehen werden. Und das werden wir auch noch benutzen, aber nicht in dieser Folge. Und die zwei Gänge weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Irgendwo soll ein Lager rein und einen Raum hätte ich gerne als Trophäenraum. Ich hätte gerne, dass wir oben auf dem Berg quasi unsere Farm haben. Das heißt, dass das Ganze dann hier verschwindet. Das habe ich schon mal angebaut, weil das brauchen wir aus Gründen. Denn wir brauchen ja Bücher für die Bücherregale, um die dahin zu stellen. Und dafür brauchten wir Leder und dafür brauchte ich Stroh. Und Zuckerrohr offensichtlich. Daraus kann man Papier machen. Ich werde mich generell mal ein bisschen mehr bemühen, jetzt hier Sachen auch zu erklären. Ich gehe immer davon aus, dass wir so viele Profis hier auf dem Kanal haben. Offensichtlich, weil das Spiel einfach schon so alt ist. Aber viele kennen das ja von euch gar nicht, beziehungsweise haben es noch nie selber gespielt. Deswegen erkläre ich jetzt mal ein bisschen mehr in Zukunft. So, aber apropos Leder und Stroh. Jetzt habe ich keinen Stroh dabei, aber theoretisch könnte ich die alle fortpflanzen lassen mit Stroh. Und wir brauchen halt leider das Leder. Deswegen alle Tierfreunde mal einmal bitte kurz weggucken. Ich muss mal kurz die Leder holen. Sag mal, ist eine Kuh abgehauen gerade? Komm zurück. Ich habe dich aufgezogen mit meinem Stroh. Ja, die droppt nicht mal was. So, das sollte reichen. Wir lassen noch mal ein paar... Entschuldigung. Entschuldigung. Gehen Sie wieder zurück rein. Ich versuche dich hier reinzuschlagen. Denn wenn du überlebst, überlebst du. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben es versucht. Wir lassen mal ein paar Leben, falls wir noch mal wieder Kühe brauchen. Dann können wir die wieder schnell vermehren. Es geht nämlich sehr, sehr viel schneller als in Ark und sehr, sehr viel einfacher vor allem. Jo, machen wir mal ein paar Books. Ein Buch brauchen wir. Können wir 18 Stück machen? Nehmen wir alle. Und dann ein Bookshelf. 6 Stück können wir machen. Nehmen wir auch alle. So, unter Umständen reicht das jetzt schon aus. Wir haben hier nämlich noch 15 Stück. Das sollte wirklich eigentlich ausreichen, um das jetzt alles hier voll zu machen. Ich fange einfach mal an. Ich weiß, ich müsste die Ecken jetzt hier nicht machen, bevor sich jemand aufregt, ne? Aber wenn wir hier später durchgehen, dass ein Geheimgang ist, dann soll es ja auch von hinten geil aussehen, ne? Oh, habe ich da gar nicht gemacht. Ups. So, 11 Stück würden uns noch fehlen, um das ganz voll zu machen. Ich würde es gerne bis einmal ganz nach oben bauen und natürlich brauchen wir hier 2 Stück. Aber theoretisch reicht das schon. Also wir können jetzt bis Level 30 enchanten und Level 30 ist das höchste. Sehr schön. Das heißt, es ist also eigentlich nur noch Aussehen. Funktionalität wird hier gar nicht mehr beachtet. Sehr schön. Was wir aber nochmal machen können, ich habe ja noch 11 Eier hier, ne? Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen ein Hühnchen raus. Nein, nein, nein. Die verschwinden doch auch einfach im Boden, oder nicht? Nicht mal eine Animation von dem Aufploppen, ich bin enttäuscht. So, wenn jetzt aber wir noch 11 Bücher brauchen, dann sind das noch 33 Leder, die wir brauchen, weil das sind, 11 mal 3. Wir brauchen pro Bücherregal, brauchen wir nämlich 3 Bücher, pro Buch brauchen wir ein Leder. Also 33 Leder müssen wir kriegen. Das heißt, mit den Kühen, die wir da haben, kommt das jetzt aktuell nicht hin. Na, meine Freunde. Das heißt, wir können einfach nochmal, wir füttern einfach nochmal ein bisschen hier durch. So, vermehrt euch. Ich brauche mehr Kühe, ich brauche mehr Leder. 33 Leder, Mädels. 33 Leder möchte ich hier haben von euch. Dankeschön.
So, haben alle einmal. Der hat noch nicht, wer will nochmal? Irgendjemand noch? Alle glücklich? Alle glücklich? Sehr schön, tschüss. Lass mich durch! Sehe mich hier gleich gezwungen, euch kaputt zu machen, wenn das hier nochmal so läuft. Da, ja, ich will nächstes Mal hier rauskommen. Dankeschön, tschüss. Ich glaube, wir sind soweit vorbereitet, dass wir direkt in die Höhle können. Aber ich nehme nochmal ein zweites Schwert mit, weil das hat sich jetzt hier schon gut abgenutzt durch die paar Schläge da auf die Kühe. Und dann können wir das einfach auch nochmal verzaubern und gucken, was dabei rauskommt. So, Lapis mit rein, das können wir nicht verzaubern. Ach, warte mal. Wir brauchen dann, ach, wir müssen auch Level 30 sein, damit wir es kriegen können. Jetzt brauchen wir Level 16, das haben wir, damit wir Smite 2 bekommen. Und das ist mehr Schaden auf alle gegnerischen Mobs. Verzaubert. Sehr schön. Ich glaube, wir arbeiten heute mit einem Zwei-Schwerte-System, weil das Spinnenschwert nehmen wir auf jeden Fall für die Spinnen, einfach weil wir es haben und weil ich die Spinnen fertig machen will. Die sollen schön leiden. Das andere Schwert benutzen wir für alle anderen Mobs. Ansonsten, meine Rüstung ist noch ein bisschen verzaubert. Wir haben hier noch Schutz vor Fallen drauf und wir haben einfach generell noch erhöhten Schutz. Wir können mal kurz gucken, ob wir nicht auch noch die Boots und den Helm verzaubern können, beziehungsweise was wir da bekommen. Ob das jetzt noch irgendwie Sinn macht, kurz für die kleine Reise. Ja, Boots werden Unbreaking. Ansonsten haben wir hier Protection und da wäre es Blast Protection und Protection 2. Wir nehmen mal hier auf den Helm Protection 2 und hier nehmen wir Projektil-Dings-Schütz-Gedöns. Auf in die Höhle. Wobei, warte mal kurz. Günther, komm mit. Komm, Günther, wir machen das jetzt. Hör mal, ich wollte ein Pferd haben, das Günther. Günther, komm zurück. Ich wollte ein Pferd haben, das Günther heißt. Und kein Hund, okay? Ist jetzt nun mal so. Muss ja auch einen Zweck haben, dass wir die gezähmt haben, die beiden. Ich habe nämlich immer Angst, wenn ich so einen Hund mit reinnehme in eine Höhle, dass der halt stirbt. Aber es macht ja keinen Sinn, wenn wir die gar nicht mit reinnehmen und die einfach immer nur in der Basewelt rumstehen und gar nichts miterleben. Wir nehmen jetzt Günther mit. Und der kann uns ja zumindest so ein bisschen helfen, ne? Also gegen Creeper würde er nichts machen, weil die halt in die Luft fliegen und er ist auch schon, beide sind auch schon fast durch den Creeper gestorben, der bei uns in der Base gespawnt ist, leider. Also direkt im Haus. Aber wir gehen rein und es hört sich schon sehr, sehr freundlich an. Da ist doch schon so ein netter Creeper. Mal gucken, was jetzt der Schaden, der extra Schaden bringt. 2 Schläge. 3 Schläge. 4. Okay, sonst braucht er, glaube ich, 5 mit meinem normalen Schwert. Wir sind natürlich auch hier einfach, um die Spinnspawner ein bisschen einzudämmen und die Kontrolle über die Höhle zu erlangen und um Ressourcen zu sammeln, weil wir brauchen noch ein paar mehr Diamanten. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Redstone, weil das kostet alles Redstone, was ich machen will. Und wir brauchen noch Eisen, weil das kostet auch alles Eisen, was ich machen will. Dementsprechend arbeiten wir uns jetzt hier so langsam mal vor durch die Höhle. Wir sind jetzt erstmal in der oberen Etage, da waren wir letztes Mal gar nicht drin. Oh, super. Hier geht's auch schon wieder direkt in die nächste Etage und da ist auch der Zombie. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal hin. Günther, kannst du bitte nicht davor laufen? Ich habe keinen Bock, dich zu schlagen hier mit dem Ding. Ich habe zwar genug Essen dabei, dass wir uns heilen können, aber trotzdem, ja? Verdammt nochmal. Warum ist überhaupt so schwarz? Wisst ihr, was mich gerade selber aufregt? Mir ist gerade aufgefallen, dass wir uns Glück 3 hätten raufmachen können auf eine verdammte Eisenspitzhacke. Das heißt, wir hätten Glück 3 auf einer Eisenspitzhacke haben können. Das heißt, wenn wir Diamanten finden würden... Ich hasse mich. Wir kriegen jetzt nicht mehr Diamanten raus. Wir bauen die Diamanten nicht, aber ich warte, bis ich genug Level habe zum Enchanten. Zum Enchanten! Sprichst du denn, Junge? Hey! Oh, du Sack. Du Sack. Nein! Nein, 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 verdammt nochmal. Die verdammten Creeper-Männer. Sind wir auch wieder da, wo ich meinte, dass wir da eh noch hinkommen. Wir haben das Metall schon aufgesammelt. Wo ist mein Hund? Da, okay, komm. Günther, du kannst nicht einfach abhauen. So, die Lava-Höhere habe ich am meisten davor Angst, dass Günther irgendwie hinterher gespawnt wird oder hinterhergezogen wird und dann einfach instant in Lava schwimmt. Sag mal, Günther, was ist denn mit dir los? Ey, ey, ey! Kollege. Günther, was hast du gemacht? Hat er den Zombie besiegt gerade oder was ist los? Ey! Nein. Günther, du kannst da nicht immer so zwischengehen. Ich nehme das falsche Schwert für euch, Spinnen. Das heißt, hier ist schon wieder irgendein Spawner von dem. Hey, Günther, komm mit. Ja, das sieht mir doch ganz nach Spinnen-Spawner aus, Freunde. Na, komm mal her. Ich habe hier mein Schwert dabei. Und Nummer 1. Du bist schon mal lang. Du triffst mich, das ist Wahnsinn. So, wo seid ihr? Ah, das sieht doch hier danach aus. Oh Gott. Ich einfach da so rausbohren, Mensch. Ich bin ganz erschrocken hier gerade. Ich hab absolut gar keine Ahnung mehr, wo wir sind. Hey, Kollege. Tschüss. Oh, nice. Gold. Dass ich aus Zufall gefunden habe. Ich kann es vergessen, wenn man da einen Block ransetzt, dass das dann alles runterfällt. Sind wir denn hier? Ich weiß gar nicht, das ist irgendwo... Das Ding ist hier so riesig alles. Ich glaube, es geht auch bei uns unterm Haus sogar noch weiter mit der Höhle und so. Das ist ganz Wahnsinn. Das ist riesig einfach. Sag mal, ist es denn... Nee, ey!
Günther, du Idiot. Muss ich da runter? Kämpft dann jetzt gegen ihn? Günther? Er ist wieder da. Aber jetzt, ach, der ist so ein Horst, dass er da unten Schaden nimmt, ey. Nein. Günther. Feierabend hier. Nein, ey! Ich hoffe einfach, er macht ihn platt und er spawnt hinterher. Ja, er ist wieder da. Ey, wo bist du denn? Los, Günther. Last Hit, Günther, los! Mach ihn fertig! Wie der immer abhaut vor dem Hund. Komm, mach ihn! Jetzt sitzt er fest. Sehr schön. Okay, ich fürchte, dass wir jetzt irgendwie einmal im Kreis sind. Ja, okay, hier sind wir runter vorhin. Das heißt, wir sind zumindest mal wieder da, wo wir ursprünglich waren. Ich weiß, ich wollte eigentlich eine Spitzhacke verzaubern, aber wir nehmen das jetzt einfach mit, das Lapis. Ist egal. Oh, Redstone jetzt schon auch hier auf der Ebene. Wo sind wir denn jetzt? Auf welcher Höhe? 15. Das heißt, wir sind auch gar nicht so weit weg von... Hey, Digga, geh mal weg, Günther. Das heißt, wir sind doch gar nicht so weit weg von dem Dia-Level, wo die ja spawnen können. Das ist doch schon mal sehr gut. Ah, okay. Jetzt verbindet sich alles so ein bisschen. Hier ist ein weiterer Spinnenspawner, den wir letztes Mal ausgenommen haben, beziehungsweise ausgestellt haben. Es ist einfach sehr, sehr riesig groß hier. Piercing 3, das heißt irgendwie durchbohren, könnte was für ein Bogen sein, nehme ich an. Irgendwie durchbohren 3 ist das, glaube ich. Hier haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist es super dunkel gerade. Da sieht es dann nochmal nach Spinnenspawner aus. Wenn man vom Teufel spricht, nicht wahr? Tschüssikowski. Ja, da kommt auch schon wieder ein Exemplar raus. Dass du mich triffst, ist eine Frechheit. Dass du mich triffst, ist eine Frechheit einfach. Wo ist das Ding? Für diesen zwei auf einmal. Ja! Aber das Gute ist, dass die wirklich einen Effekt drauf haben, wenn ich die damit schlage mit dem Schwert. Sag ich doch. Oh, da sind 3 Stück oder so. Und ich treffe nicht. Verdammt. Komm, Günther, zwischen da. Okay, jetzt habe ich den Hund nicht geschlagen. Nein! Oh, Alter. Krieg ich nur einen Herzinfarkt drin, ey. Diese Mistdinger. Komm her, Günther. Günther, komm her. Du kriegst einfach was zu essen von mir. Alter, Mann. Diese mistigen Mistviecher die ganze Zeit. Yay. 2 Stück von euch. Okay, cool. Habt ihr wieder Angst, ne? Ihr habt wieder Angst vor Günther. Ich bin so schlecht im Hitten. Das ist unglaublich. Nein, nicht mit dem Hund. Günther, vorsichtig. Günther, Mensch. Bist du denn deppert? Mann, du, ey. Das macht mich alles wahnsinnig. Leider bisher noch keine Dias. Wir sind jetzt auf Level 11. Das heißt, wir könnten jetzt in der Gegend sein, wo man auch auf Dias stößt. So, sehr schön. Guck mal, wir graben uns mal an der Lava ein bisschen lang. Weil unter der Lava liegt jetzt zum Beispiel Redstone. Wir kriegen das ja mit, falls irgendwo Lava auftritt. Da ist noch Lava. So gut, haben wir jetzt einen Cobblestone gemacht. Sehr schön. Okay, da war jetzt aktuell nur Redstone. Wir gucken weiter. Wir brauchen auch ein paar Diamanten und ich muss noch die Spinnenspawner entschärfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist doch schon wieder Spinnen in Action. Die sind doch hier gerade schon wieder runtergefallen. Das ist natürlich jetzt ganz blöd, ne? Dass wir jetzt hier sind, wo die Spinnen ihr zu Hause haben und dann von oben runter droppen können. Das ist eine normale Spinne. Damit kann ich auch umgehen. Da ist noch ein weiterer Spawner. Das ist der Spawner, den ich auch noch entschärft habe. Ich muss hier ein bisschen die Orientierung wahren. Okay, ich krieg so ein bisschen die Orientierung in der Höhle. Wir müssen aber trotzdem da hoch. Nein, du Idiot. Er geht aber auch schon ran jetzt hier an den Speck, ne? Er will aber auch. Nur aufpassen auf den Creeper, der sich da so langsam durchschlängelt. Hey. Alter. Diese Spinnen. Ich weiß, ich könnte Milch trinken. Ich hätte mir vielleicht Milch mitnehmen sollen, aber ich kann gar nicht so viel Milch hier saufen, wie ich bräuchte, weil ich immer so viel vergiftet werde. Eins nach dem anderen hier. Nochmal ein bisschen Fleisch essen. Hey. Wo kommst du denn her? Ja, du triffst mich wieder, aber du machst nichts mehr. Alter, ey, das ist so anstrengend, hier drüber den Spinnen. Da oben sind sie. So, hier war ich jetzt schon überall. Okay. Alter, Günther, mach mir nicht wahnsinnig. Ich dachte, da kommt eine Spinne. Da hinten ist ja auch schon wieder eine. Was machen jetzt der Creeper da? Das sind 2 Spawner hier nebeneinander, wie ich es gesagt habe. Ja. Schön. Ey. Weg. Geh weg. Wieder ein Creeper. Nein. Der Hund ist verletzt. Der stirbt. Ich muss hier weg. Der Creeper muss zu mir runter und der Hund muss da weg. Und ich muss ihn heilen. Los. So, wo ist der Hund? Günther. Mann, Alter, du kannst nicht immer so eine Scheiße machen. Günther, bleib hier. So, ich hoffe, das spawnt nach. Ich hoffe, er spawnt nach. Wenn nicht, ist er selbst schuld. Er ist da. Der macht mich so fertig. Oh Gott.
Mann, Alter. Heilige Mutter Maria, ey. Warum, wo bist du? Warum seid ihr denn da auch noch zu dritt? Habt ihr auch noch einen Spawn da? Das ist doch Schwachsinn. Hey. Der dürfte auch entschärft sein. Hier ist zwar überall immer noch was zu hören. Hier waren ja auch drei Stück in der Ecke. Komm mal her, ihr Dullis. Komm mal her. Hey. Warum hat er schon wieder Schaden genommen? So, Feierabend jetzt hier. Warum seid ihr so viele? So. Hey, warum spawnst du? Wo ist hier noch ein Spawner oder was? Ich raff dieses Game nicht. Wieder ein Spawner, nicht? Nice. Ja. Hab ich mir das vorgestellt. Da sind Dias drin. No! Nein, du Idiot. Oh, ich hoffe, der wird wieder hochgezogen. Fast ganz down, ne? Du bist so ein Idiot, ey. Feierabend jetzt hier. Oi! Ich weiß nicht mal, warum du spawnst. Ich sage es dir so, wie es ist. Ich weiß nicht, warum du das spawnst. Da oben geht's noch rein. Okay. Vielleicht ist da noch ein Spawner und die spawnen nach unten durch. Wer weiß das schon. Keine Ahnung. Es sieht immer so aus. Also die spawnen einfach und so und ja, kein Plan. Ich habe das Ding da eigentlich entschärft. Oh, du mistiges Mistvieh, ey. Ich höre dich die ganze Zeit und dann erschreckst du mich trotzdem. So, hier sind wir doch jetzt da, wo wir letztes Mal die Dias gefunden haben. Das war hier. Und hier geht's noch weiter rein und hier gibt's noch Redstone. Und vor allem Lava. So, da hinten sieht es vielversprechend aus mit den Redstone. Lapis. Wir kriegen hier noch unsere Dias raus, ich sag's euch. Ich würde gerne Günther darauf abstellen können, Diamanten zu finden. Das wäre toll, wenn er einfach so ein Diamant spürend wäre. Wie cool wäre das bitte sehr? So. Strip Mining hat sich gelohnt. Endlich. Das sind 8 Stück. Ich werde die jetzt nicht abbauen, weil ich da so lange für gebraucht habe, die zu finden. Wir haben in der Höhle normal in der Höhle hat keine gefunden. Ich bin hier ein bisschen durchgegangen, habe ein bisschen Strip Mining gemacht. Wir werden uns eine Spitzhacke enchanten mit Glück drauf. Definitiv mit Glück drauf und dann diese Dinger da rausziehen, damit wir davon mehr bekommen. Weil das hat einfach so lange gedauert. Deshalb erstmal raus aus der Höhle. Komm, Günther, wir gehen. Wir haben fertig. Wir sind fertig mit der Höhle. So, Günther, komm, wir gehen rein. Hör mal. Wir gehen rein. Setz dich hier hin. Ist hier irgendein Creeper am Start wieder? Nope. Nope. Hallo. Günther, komm zurück. Du setz dich jetzt hier hin und gut ist. Ja, wer seid ihr jetzt hier? Die 4 von der Tankstelle? Haut ab, Alter. Ich habe keine Zeit für euch da. So, Leute, guck mal. Das ist das, was wir alles rausgeholt haben aus der Höhle. Unglaublich viel Redstone, bisschen Kohle. Ich habe viel Kohle auch liegen lassen und musste auch viele Fackeln machen. Wir haben Lapis, wir haben viel Gold, wir haben viel Eisen und wir haben hier, ne, das Enchantment Book bekommen und 2 Diamanten. Und das heißt, erstmal werde ich damit auf jeden Fall viele tolle Sachen machen können. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dahin und tschüssi.